Tagebuchnotiz. Es ist mir wichtig, dass die Enkelkinder den wahren Verhalt des Geschehens erfahren, der dazu geführt hat, dass ich durch ehrliches Vertrauen zu ihrem Großvater ohne Schuld zu einem bitterarmen Menschen wurde. Hast du ein schlechtes Gewissen im Nachhinein deswegen? Was soll ich ein schlechtes Gewissen haben? Ich kann es auch nicht ändern. Naja, weil du ihr Geld durchgebracht hast. Ja, ich hab's nicht durchgebracht. Es ist an der Börse verloren gegangen. Ich hab's ja nicht ihr durch ihren Leibdienst ausgegeben. Bevor ich nach Zürich gereist bin, machte ich weitere Opfer von Günthers Machenschaften ausfindig. Viele sind ebenfalls um hohe Geldsummen betrogen worden. Ihr Großvater ist ein Schwerverbrecher, sagte einer. Wenn du dir das wünschen könntest, wenn wir jetzt hinterher zu Günther gehen, wie würde dieses Gespräch verlaufen? Also dann würde ich mir wünschen, dass er mir ganz warm die Hand geben würde und sagen würde, Bettina, ich habe mich mein ganzes Leben lang getäuscht. Du bist eine wunderbare, starke Frau. Ich habe dich immer geliebt. Ich konnte es dir nie zeigen. Und du hast das alles ganz toll hingekriegt. Gebler. Braucht nicht. Bettina. Ich bin Bettina, deine Tochter. Ach, ich hab dich nicht erkannt. Hast du deine Tochter denn geliebt? Mensch, das war doch alles selbstverständlich. Ich stimme mich doch nicht hin, ich hab keine Geliebte. Das war meine Tochter, hörte zur Familie aus. Von Liebe ist nicht von Liebe gesprochen worden. Menschenskind, ihr habt alle Formulierungen. Das war. Sind die Beziehungen von uns Geschwistern ebenso zum Scheitern verurteilt wie die Ehen unserer Eltern? Wer weiß, über wie viele Generationen sich dieses Erbe schon erstreckt? Werden wir Kinder also die gleichen Fehler machen, ohne dass wir diesem Schicksal entkommen können?